Diskussionsrunde. Da geht es um das Studium 2040. Und unter dem Eindruck von der letzten Covid-19-Pandemie haben verschiedene Studien ein ganz anderes Lernen für die Zukunft prognostiziert, und zwar KI-betreutes, ganzheitlich online stattfindendes, à la carte Studium über Hochschulgrenzen hinweg. Das ist so die Prophezeiung und das Tale of Tomorrow, das wir diskutieren wollen, auch in Bezug darauf, was dann die Rolle der Hochschule sein wird. Und dieses fantastische Panel hier bringt eigentlich zwei VordenkerInnen-Gruppen zusammen. Die Digital Changemakers vom Hochschulforum Digitalisierung und die Lehr-Lern-InnovatorInnen von Lehre hoch N. Genau. Und ich mache einmal die kurze Vorstellungsrunde und dann steigen wir direkt ein. Neben mir steht Inga Gostmann. Inga studiert im Master Gender Studies an der Uni Bielefeld. Daneben Rosa Steffens, auch im Master im Studiengang Biochemie und Molekularbiologie in Potsdam. Und du arbeitest im MINT VR Lab an der Berliner Hochschule für Technik, richtig? Katja Reinecke ist Leiterin der Hochschuldidaktik am Dahlem Center for Academic Teaching der FU und promovierte Linguistin. Daneben Steffen Prove, Professor für Mikrobiologie und Leiter des STEEL-Projekts MINT VR Labs der Berliner Hochschule für Technik. Arbeitet ihr zusammen? Ja, wir haben zusammen. Okay. Daneben Martin Lummel, Kanzler der TU Darmstadt und früher 10 Jahre im Wissenschaftsmanagement der Goethe-Universität Frankfurt im Bereich Lehre und Qualitätsmanagement. Und Thomas Hofmeister, der dieses Panel initiiert hat, Professor für Populations- und Evolutionsökologie an der Universität in Bremen. Und dort war er auch 8 Jahre lang Konrektor für Lehre und Studium. Und? Hervorragend! Ja. Last minute, fantastisch, auf den Punkt, Gütschan. Du studierst Humanmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt und du hast auch einen Wirtschaftsingenieur-BA von der Uni Darmstadt. Genau. Habe ich das richtig? Ja, richtig. Hervorragend. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde an Thomas übergeben, denn nicht alle haben die Studien gelesen, die wir jetzt referenziert haben. Vielleicht kannst du uns da die wichtigsten Impulse, die wichtigsten Gedanken auch aus deiner Perspektive nochmal zusammenfassen. Bring us up to speed. Worüber reden wir eigentlich? Vielen Dank, Lynn. Also es gibt 2 Studien, eine von Ernst & Young, die Anfang 2022 vorgelegt worden ist, und die andere vom British Council, die Ende 2022 vorgelegt worden ist. Beide sehr stark unter dem Eindruck von Covid-19. Und dem starken Online-Lernen. Und die Frage war halt, geht das alles wieder zurück oder bleibt vieles davon übrig? Und Ernst & Young hat weltweit eine Reihe von Universitätsleitungen interviewt und daraus sozusagen ein Gedankenexperiment gemacht. Der British Council hat nicht nur Universitätsleitungen, sondern auch Studierende glücklicherweise gefragt und kam dann auch zu etwas anderen Einschätzungen für das Studium 2037, aber 2 Szenarien. Die Welt sozusagen im Umbruch, wirtschaftliche Verschiebungen, die in ihrer Stärke hin zu Asien tendieren, demografische Verschiebungen, die auch dafür sorgen, dass weniger asiatische Studierende auf den europäischen, aber nordamerikanischen Universitätsmarkt drängen, weil dort die Population altert, wie sie auch in Europa altert. Das ist eigentlich eine neue Studierendenpopulation aus Afrika. Das ist die größte Population Studierwilliger, die dann existieren wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Und vor diesem Hintergrund wurde gefragt, wie wird eigentlich das Studium aussehen, wie werden die internationalen Beziehungen aussehen. Und der British Council hat da mehrere Szenarien entwickelt, von denen eins auch etwas beklemmend ist, sehr stark isolierend sozusagen, dass Isolation vorherrscht, Demokratie gefährdet ist, Sachen, die wir tatsächlich im Moment auch sehen. Und dadurch der internationale Austausch behindert ist. Die Studie von Ernst & Young war dort wesentlich positiver und geht davon aus, dass das Studium sich sehr stark verändern wird. Und das Szenario möchte ich jetzt eigentlich gerne aufgreifen. Das Studium total flexibel wird, dass es KI geleitet wird. Ich meine, ein Problem, was ich persönlich in meinem Studium hatte, ich wusste am Ende meines Studiums, was ich gerne eigentlich studiert hätte. Und am Anfang hatte ich keine Ahnung. Da hätte ich also Beratung gebraucht. Diese Beratung könnte zum Beispiel ein KI-System übernehmen und damit
Studierende anleiten, aus einem weltweiten Markt von Möglichkeiten entsprechend interessante Studienangebote herauszupicken. Und Ernst & Young ist davon ausgegangen, dass das lineare Studium an einer Hochschule letztlich in dem Zeitraum beendet sein wird und die Studierenden letztlich die besten Angebote herauspicken, sich beraten lassen, wo denn das Beste für ihre Ansprüche eigentlich zu finden ist und ein sehr, sehr flexibles Studium haben, bei dem sie sich völlig frei orientieren und auf eine Zukunft vorbereiten. Und die Frage ist natürlich, was wird dann aus dem Campus, das ist eine Frage, der wir hier in unserer Runde nachgehen wollen, der bei Ernst & Young gar nicht so vorgekommen ist. Dort wurden sozusagen die großen Szenarien entwickelt, der großen Mobilität. Und wenn man sich mal überlegt, wo haben wir denn Anknüpfungspunkte, haben wir die eigentlich schon bei Bologna? Bologna war ja die Idee, ich kann in ganz Europa herumstudieren, sammle dort an den besten Orten meine Credits ein, kriege das zu einem Studium zusammengepackt. Und die Neuauflage nach der hervorragenden Rede von Macron 2017 an der Sorbonne für die europäische Identität, die europäischen University Networks, wo ich halt frei in einem Raum von vielleicht 10 Universitäten sowohl mit physischer, aber auch mit Online-Mobilität herumreisen kann und meine Credits zusammensammeln kann. Das ist sozusagen der Hintergrund, das Gedankenexperiment, auf das wir uns hier gerne einlassen wollen und uns dann fragen, welche Rolle hat eigentlich der Campus noch? Damit zurück an dich. Dankeschön. Wenn ich dir so zuhöre, dann kommen mir zwei Worte intuitiv auf Englisch, und zwar Community und Collaboration. Und ich würde gerne bei Katja einsteigen und mal nachfragen und das dann gerne in die Runde geben. Wenn ich, wir haben auch über Belonging und Zugehörigkeitsgefühl diskutiert und wie wichtig das ist für Lehren und für Lernen, also für beide Gruppen, die Studierenden und die Lehrenden. Wie entwickeln Studierende und Lehrende das in einem à la carte Modell? Und ich steige so bewusst ein auf, lass uns erstmal imaginieren, bevor wir das Zukunftsszenario zerlegen. Das können wir nachher auch noch machen. Aber wie siehst du das, wenn du dir diese Welt so vorstellst? Wie stiften wir Belonging und Zugehörigkeitsgefühl in einem à la carte Modell, wie das Thomas jetzt skizziert hat, aus deiner Perspektive? Gerne mit Mikro. Muss man das anschauen? Ja, ist fein. Hallo? Ja. Umgekehrt gedacht, also in einem à la carte Modell müssten wir eigentlich Abläufe oder Einstieg in das Studium anders denken, als wenn ich auf die letzten 25 Jahre Campus zurückgucke. Die Studis kommen halt am ersten Tag irgendwie an und dann hofft man, dass sie den Weg zur UE-Woche finden und dann zum Seminarraum und dass sie sich irgendwie zwischendurch kennenlernen und nett finden und gemeinsam in die Mensa gehen. So, das klappt ja auch nicht unbedingt immer auf dem Campus so alles reibungslos, vor allem auf so großen Massenuniversitäten. Aber wenn ich mir das rein online vorstelle, dann bräuchte es wirklich als allererstes eine konkrete Ansprache. Hallo, du Mensch, schön, dass du hier bist. Hier gibt es eine Community. Wir begrüßen dich, wir heißen dich willkommen. Und du hast jetzt bestimmt ganz, 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 ganz viele Fragen und du hast total viel Gelegenheit, hier diesen Fragen nachzukommen, bevor man irgendwie sagt, ja, und morgen 10 fängt erstmal die erste Vorlesung an, in der du online irgendwie sitzt oder wie auch immer. Oder noch besser, hier ist der Katalog von 1000 möglichen Vorlesungen, die du morgen früh um 10 online angucken kannst, sondern dass man ganz gezielt sagt, dieser Mensch, du bist jetzt wichtig, das ist toll, dass du hier dein Studium aufnimmst und wir bieten dir eine Orientierung. Und außerdem, bevor du jetzt gleich vor Schreck umfällst, haben wir nachher uns ein ganz tolles Gathertown-ähnliches Tool ausgedacht, wo wir erstmal uns alle ein bisschen kennenlernen und du wahrgenommen wirst auch als Mensch und dass sich jemand dafür interessiert. Du bist da und du sollst hier erfolgreich lernen und Teil einer Gemeinschaft werden. Und wenn ich auf die Lehrenden gucke, nur noch um einmal nachzusetzen, stellen wir das jetzt vor, abgestimmte Curricula, da beziehen sich, darüber haben wir auch diskutiert, die Module aufeinander versus oder und persönliche Kompetenzportfolios an verschiedenen Institutionen vielleicht noch. Wie geht das? Wie müssen wir dann anders unterrichten? Wie müssen wir anders Lehrende und Lernende unterstützen, wenn wir das versuchen zu verbinden in dieser Vision?
Hast du dazu Ideen? Gibt es da schon Ansätze? Also nochmal bezogen darauf, so ein sehr, sehr virtualisierter Campus funktioniert. Ich würde ja behaupten, die Digitalisierung, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, hat ja vieles auf den Prüfstein gestellt, was vorher schon vielleicht besser oder vielleicht auch schlechter funktionierte. Also Dinge wie das, was ich eben beschrieben habe, dieses Ankommen am Campus, hat ja in der physikalischen Campuswelt auch immer nur bedingt funktioniert. Und ich bin ja sehr oldschool, ich komme aus der Hochschuldidaktik. Ja, wir glauben noch so an Kompetenzvermittlung, Kompetenzerwerb, Kompetenzen überhaupt. Also wir glauben da immer noch dran, wir nennen sie auch noch nicht anders, sondern wir nennen sie immer noch Kompetenzen. Und das müsste ja eigentlich der Schlüssel sein für, sagen wir, was du eben als à la carte Studium bezeichnet hast. Oder gib mir nochmal das eine Stichwort, eben die Lehre, die Abstimmung der Module aufeinander. Ne? Genau, das Curriculum hat ja quasi eine Lernreise sozusagen. Da sind Bezugspunkte, es gibt Grundlagen, die man haben muss, um auf das nächste Level zu kommen. Das ist ja kuratiert und durcherzählt, auch aus einer Kompetenzperspektive. Danke, genau. Das wäre jetzt genauso so im Sinne einer positiven Vision eines stärker virtualisierten Lernortes. Diese wirklich kompetenzorientierter Einstieg. Nicht jeder Mensch muss A, dann B, dann C, dann D, dann E, sondern wir stellen fest, da kommen Menschen mit verschiedenen Vorkenntnissen und dadurch, dass nicht jeder Einzelne erstmal stundenlang, tagelang, wochenlang geprüft werden muss von Lehrenden, sondern dass vielleicht so eine KI interaktiv helfen könnte, so eine Kompetenzeinstufung zu machen, dann wirklich auch zu orientieren. Okay. Ich sehe bei deinen, wir kommen nochmal auf die immer obligatorischen Mathekenntnisse zurück, die müssen immer benannt werden. Ich sehe, dass dir genau hier was fehlt. Oder, und hier, von da zu der Schritt, zu dem Schritt, den hast du nicht mitvollzogen. Deswegen gibt es hier deinen Einstiegskurs für Mathe. Du musst nicht in Mathe XY gehen, die in alle machen, die heute mit dir angefangen haben, sondern du fängst genau auf dem Level an, was wir herausgefunden haben gemeinsam, KI interaktiv, das wäre wär ein wirklicher Gewinn, dass man halt nicht sagt, es muss alles so vorgegeben sein. Und ich meine, Mathe ist natürlich relativ aufeinander aufgebaut. Es gibt Studiengänge, die sind weniger systematisiert aufeinander aufgebaut, aber auch da Vorkenntnisse, Interessen, Ziele, die individuell sind, rauszufinden, das können auch gerade bei den Massenuniversitäten einzelne Lehrende nicht für alle Studierende leisten. Ja. Das wäre ein Gewinn. Dankeschön. Und ich nehme das als Brücke, um euch aus der Studierendenperspektive zu fragen, wie ihr das aus euren verschiedenen Fächerperspektiven und den Hochschulkontexten, aus denen ihr kommt, wahrnehmt und euch vorstellen könnt. Ich nehme auch an, dass ihr als Digital Changemakers generell eine informiert offene Grundeinstellung habt zur Digitalisierung und von daher uns jetzt helfen könnt, auch vielleicht noch weiter und noch ein bisschen mutiger vorwärts zu denken. Ich fange mal an bei Gülcan. Du studierst Medizin und ich stelle mir vor, das ist immer noch, oder das, je nachdem, wie man sich verschiedene Studiengänge anschaut, das ist immer noch sehr reguliert, staatlich reguliert und du hast viele Anteile, die sehr praktisch sind. Kannst du dir das vorstellen, so wie Thomas das beschrieben hat, wie das aussehen könnte für deinen Studiengang und für dein Erleben und Lernen als Student? Ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, dass das Medizinstudium eigentlich so ein Paradebeispiel sein könnte, wie man quasi hybrides Lernen ermöglichen könnte. Mhm. Weil eben dadurch, dass unser Studium mit vielen theoretischen Inhalten ausgestattet ist und was wir halt lernen müssen, können wir diese theoretischen Anteile sehr leicht in die digitale Atmosphäre quasi übertragen, sodass dann viel mehr Zeit für die praktischen Kompetenzen übrig bleibt, die in der Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen werden. Und ich glaube, das wird dann auch tatsächlich der Mehrwert sein, den die Studierenden bei ihrer Auswahl der Universität quasi anschauen werden. Also welche Uni bietet mir quasi abseits der Theorie, die ja praktisch an jeder Universität gleich ist und die auch auf digitalen Plattformen zur Verfügung steht, was bietet mir die Uni unabhängig davon am Campus zum Beispiel, in der praktischen Sphäre? Mhm. Also wie
unterstützt mich die Uni, der bestmögliche Arzt zu werden, mein Potenzial zu erreichen. Und ich glaube, das wird tatsächlich die Zukunft der Medizin sein. Und es wird auch abseits der Theorie viel mehr darum gehen, welche Kompetenzen tatsächlich es in der Praxis dann braucht. Und die Lehre wird dementsprechend dann auch angepasst werden. Mhm. Würde ich jetzt für unser Studium sagen, aber auch generell für alle anderen Studiengänge. Okay. Dass das eine viel wichtigere Rolle spielen wird. Und rüber zu Rosa vielleicht. Du studierst Gender Studies. Oh, Entschuldigung, Inga. Tut mir leid, jetzt komme ich mit den ganzen Studienrichtungen durcheinander. Gender Studies, da wollte ich aber hin auf jeden Fall. Das würde ich jetzt annehmen, ist flexibler umzugestalten. Wie nimmst du das wahr? Wie hörst du diese Zukunftsszenarien? Und wie würden vielleicht Studierende in deinem Studiengang, die einen anderen Hintergrund haben als du, würden die ähnlich darüber denken wie du? Was sind da verschiedene Wahrnehmungen, die du dir vorstellen kannst? Ja, also ich würde sagen, in meinem Studiengang ist das schon sehr viel flexibler als in anderen Studiengängen. Wir haben so ganz viele Platzhaltermodule, wo wir zum Beispiel Selbstveranstaltungen gestalten können oder uns ganz einfach Veranstaltungen, die wir im Ausland oder auch an anderen Universitäten in Deutschland absolviert haben, anrechnen lassen können. Und grundsätzlich ist es auch so, dass es natürlich irgendwie diese Module gibt und die haben auch Namen und da gehört schon in ein Modul irgendwas, was irgendwie zu diesem Namen passt. Aber ich kann mir aus dem gesamten Kurskatalog meiner Universität alle möglichen Veranstaltungen raussuchen. Und der größte Teil der Kurse, die Leute in meinem Studiengang belegen, ist auch überhaupt nicht irgendwie nur für uns. Also es gibt ganz wenig Kurse speziell für Gender Studies, sondern es ist vielmehr so, dass wir nach anderen Kursen Ausschau halten müssen. Und die meisten Kurse, die uns dann angeboten werden, sind Kurse, wo Studierende von uns mal angefragt haben, ob wir auch an diesen Kursen teilnehmen dürfen und das dann in den allermeisten Fällen klappt. Mhm. Ich würde sagen, ich habe das erste Semester schon damit verbracht, mir da erstmal so einen Überblick zu verschaffen, weil es halt eben sehr viele Profile gibt, die man sich da so entwickeln kann. Also man muss gar nicht sich so sehr mit Gender beschäftigen, man kann sich auch mehr mit Klimagerechtigkeit oder so beschäftigen. Und da hätte mir auf jeden Fall irgendwie eine KI-Assistenz oder so geholfen, einmal so einen größeren Überblick zu bekommen und eine Entscheidungshilfe. Ja. Ja, was davon interessiert mich jetzt eigentlich am meisten? Und so habe ich jetzt halt ja nicht meine Zeit damit verschwendet, mir einen Überblick zu verschaffen, weil ich immer noch ganz viele unterschiedliche Eindrücke sammeln konnte. Aber es hat halt eben eine Weile gedauert, bis ich so meine Nische gefunden habe. Und da hätte mir eine KI definitiv bei geholfen. Genau, ja. Und Stichpunkt Zugehörigkeitsgefühl. Du hast erwähnt, dass du quasi von zu Hause aus im Ausland studiert hast. Mhm. Und da frage ich mich, ist das anschlussfähig, worüber Katja und ich gesprochen haben? Wie stellst du dir in so einem Szenario der Zukunft den Beziehungsaufbau, der ja auch grundlegend ist für Kompetenzerwerb, für Persönlichkeitsentwicklung, wie stellst du dir das vor, wenn alles online ist und viel à la carte und mit KI-AssistentInnen, die aber kognitiv vielleicht anders unterstützen, als sie affektiv unterstützen können, das haben wir auch schon diskutiert. Wie stellst du dir das vor, wenn ich dich das auch fragen darf? Ja, also ich habe gemerkt, dass ich ganz stark vom Campus abhängig bin. Mhm. Also im Auslandssemester, in dem ich tatsächlich im Ausland studiert habe, erstmal um überhaupt Anschluss zu finden, da irgendwie Menschen kennenzulernen, das ist alles auf dem Campus passiert und da war ich sehr auf den Campus angewiesen und dann habe ich eben noch ein Auslandssemester in Deutschland verbracht und quasi nur Online-Veranstaltungen gehabt. Und da war ich dann immer noch sehr vom Bielefelder Campus abhängig, um nicht nur zu Hause in meinem Kämmerchen zu sitzen und zu zoomen, sondern um dann in Bielefeld gab es den Studiengang ja natürlich auch, vielleicht nach den Veranstaltungen nochmal rauszugehen und dann nochmal mit anderen Leuten drüber zu sprechen, was ich gerade an der anderen Uni gelernt habe, mhm, und immer noch einen Anschluss zu finden. Und grundsätzlich ist es bei mir so, dass die Uni für mich auch wirklich so mein Lebensort ist, wo ich morgens hingehe und abends erst wieder weggehe und wo es auch Sportangebote und so gibt, wo ich auch nicht nur Leute aus meinem Fach treffe, sondern auch interdisziplinär gut vernetzt bin mit anderen Studierenden. Und darauf bin ich wirklich total angewiesen und das möchte ich nicht missen. Ich muss aber sagen, dass sobald man einmal diesen Kontakt hatte, das ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung von vielen KommilitonInnen von mir, dass man sich in echt kennt, dann fällt es einem auch leichter, sich online zu treffen, mhm, und sich da genauso informell auszutauschen wie in echt.
Dankeschön, wichtiger Punkt. Ich würde gerne ins Labor reisen und jetzt wirklich an Rosa weitergeben und fragen, du studierst ja im Masterstudiengang Biochemie und Molekularbiologie. Da stelle ich mir vor, da gibt es viel Labor. Wie stellst du dir das vor, wenn wir viel virtuell machen, wenn alles viel mobiler wird? Wie stellst du dir dein Studium vor? Also ich hatte ja vorher, das wurde ja auch kurz erwähnt, ich bin da jetzt gerade nicht, weil ich tatsächlich ein Praktikum mache, aber ich hatte ja vorher mit Steffen zusammengearbeitet bei den MINT VR Labs, yeah. Und genau da haben wir uns ja mit virtueller Lehre eigentlich auseinandergesetzt, mhm. Und dass es halt virtuelle Labore gibt, wo auch Laborversuche in der Biotechnologie virtuell observiert werden können. Und ich glaube, das kann total viel Spaß machen und es kann auch einen guten Zugang geben, aber es kann das Labor nicht ersetzen. Mhm. Also ich glaube, es ist trotzdem extrem wichtig, im Labor zu stehen und die Pipette selbst mal in der Hand zu haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen und einfach Versuche auch selber durchzuführen für vielleicht beispielsweise Gefahrenstoffe oder wenn bestimmte Versuche sehr gefährlich sind, dann wäre das irgendwie sinnvoll, vielleicht zu sagen, okay, wir können es mal ausprobieren vorher im Virtuellen und ihr könnt sehen, was würde passieren, wenn es jetzt explodiert und wenn ich den Versuch vielleicht falsch mache, ist auch ressourcensparend. Mhm. Aber es kann es auf gar keinen Fall ersetzen. Und vielleicht, um nochmal zu den beiden Punkten auch, oder zu den drei Punkten, die vorher gesagt wurden, zu der Beziehungsebene, ist mir nur nochmal aufgefallen, gerade wenn es so um diesen Grundlagenerwerb geht, glaube ich, und die ersten Semester, wir sind jetzt auch beide im Master, mhm. Da ist man ja natürlich auch schon spezialisierter. Ich finde, so am Anfang ist es auch spannend, diese Grundlagen alle zusammen mitzunehmen und erstmal zu gucken, weil wir haben unterschiedliche Kompetenzen, aber ich sehe auch ein bisschen eine Gefahr, wenn man vielleicht zu sehr dann in die einzelnen Nischen, in denen man sowieso schon ist, sich weiter spezialisiert und ich das eigentlich auch ganz gut fand, jetzt bei mir im Bachelor, ich habe im Master auch eine andere Richtung eingeschlagen, aber im Bachelor halt auch dieses weit umfassende Bild zu haben. Ja. Und genau da dann halt zusammen mit der Beziehungsebene halt wieder auch ein hybrides Format zu kreieren, so wie auch im Labor, dass es das halt vielleicht in bestimmten Situationen, wo es sinnvoll ist, in bestimmten Modulen, wo es sinnvoll ist, einzusetzen. Aber in anderen kannst du es halt nicht übernehmen, sondern es soll halt eine Ergänzung sein, meiner Meinung nach. Steffen, würdest du da ergänzen? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das aus deiner Perspektive ist und auch, was die Grenzen jetzt sind vielleicht für Arbeiten, Lehren und Lernen im virtuellen Laborbereich? Und was die Grenzen in 2040 sein könnten. Genau. Also diese Versuche, da stimme ich Rosa absolut zu, nicht weil wir zusammengearbeitet haben, sondern weil wir beide aus der Perspektive Lehrender und Studierende die Erfahrung gemacht haben, dass virtuelle Erlebnisse tatsächlich nur eine Ergänzung oder und Vorbereitung sein können für Kurse. Weil das tägliche Doing und diese Interaktion, da stimme ich absolut zu, das muss im Kontext sein, auch mit der Lehrkraft. Lehrkräfte dürfen Fehler beobachten, sollten sie beobachten. Das geht auch im virtuellen Raum. Aber ich kann damit nicht ein komplettes Labor in toto ersetzen. Da würde ich auch aus Ressourcen, aus unserem Projekt so denken, das kostet deutlich mehr Energie, so ein Labor aufzubauen, allein aus technischen Gründen. Ich muss lehrdidaktisch anfangen, ich muss mit den Lehrkräften sprechen, ich muss es auf Lehr-Lernziele heben, fokussiert und dann überlegen, wie setze ich die virtuell um? Was ist das Wichtige? Ist es das, die Pipette anfassen oder ist das Ausrechnen der richtigen Konzentration für einen PCR-Ansatz? Packe ich das in so ein Game rein? Darf ich Dinge kaputt machen? Das haben übrigens Studierende, wenn wir hier die Tragwerke angucken, Tragwerkstechnik für Theaterbau. Die hatten so eine VR entwickelt, die haben wir weiterentwickelt im Projekt. Und die haben in der ersten Evaluation gesagt, das ist irgendwie ganz cool und ist auch in der Tafel zu sehen. Aber eigentlich würde ich das Ding mal gerne krachen sehen. Weil das erlebt man in der Realität nicht. Und ich glaube, solche Szenarien ermöglichen uns, den Campus in einer Dimension zu öffnen, durch eine Virtualität. Aber wir müssen eigentlich auf den Ort zurückkommen, was auch Inga sagte. Ich brauche so einen Ort, an dem ich arbeite. Und wenn ich mal zur Medizin rüber gucke, letztendlich habe ich nicht irgendeine virtuelle Maus, die auch ein Stilprojekt ist, ein ganz tolles, sondern ich habe einen realen Menschen vor mir, den ich irgendwann mal
aufschneiden muss oder in der Notsituation arbeiten muss. Aber da kann tatsächlich das Virtuelle unwahrscheinlich helfen, einen auf diese Praxis situativ vorzubereiten und prozedurales Wissen zu erlernen. Und letztes Wort, ich kann auch richtig Spaß dabei haben. Das hört sich so an, auf jeden Fall. Martin, darf ich fragen, wie sehe denn der Campus Darmstadt aus in diesen verschiedenen Szenarien, die wir uns gerade vorstellen? Also du verantwortest ja auch den physischen Campus und wir haben jetzt viel über virtuelle oder das Digitale, das Online-Erleben und auch die Online-Beziehungen gesprochen. Wie verändert sich denn dann so ein Campus? Wie sehen Lehr- und Lernorte dann aus in so einem Szenario? Hier musst du mal mit auf deinen. Genau. Ich hatte natürlich auch schon mal die KI gefragt, wie sieht der Campus der Zukunft aus? Also das war enttäuschend. Ja? Also das muss ich sagen, das war so viel Regenerieren von Bekannten, das war nicht sehr inspirierend. Und tatsächlich muss man sich, das tut mir leid, dass ich jetzt sozusagen diesen Reality-Check machen muss, man muss sich klar machen, zwischen dem ersten Gedanken und wir eröffnen das Gebäude, vergehen gut und gerne mal 10 Jahre. Ja? Also was wir heute denken, das eröffnen wir vielleicht 2034. Also insofern, wie sieht es vielleicht 2040? Da haben wir noch ein paar Jahre zum Vordenken. Mhm. Wie sieht es 2040 aus? Ich glaube, wir haben ja gehört, die Mischung macht es. Mhm. Ne? Also die online, ja klar, aber immer in einer hybriden Kombination. Und online heißt ja auch nicht vereinzelt jeder in seinem Kämmerchen. Das will ich auch gar nicht den Studierenden auch nicht 2040 zumuten, dass jeder irgendwie in seinem WG-Zimmer sitzen muss und die Infrastruktur haben muss, um quasi dann da teilhaben zu können, sondern online kann ja auch heißen, trotzdem in Präsenz auf dem Campus. Also ich kann ja auch in Darmstadt auf der Lichtwiese sitzen und dann die Veranstaltung in Václav von unserer Partner-Uni in der Europäischen Universitätsallianz dort hören. Ja? Also und ich glaube, das muss der Campus können, dass es einerseits Begegnungen gibt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Begegnungen nach wie vor brauchen, auch 2040. Also der Mensch ist ein Beziehungswesen und wir wollen uns auch treffen. Und ich glaube auch, vielleicht bin ich auch dafür zu alt, aber ich glaube, wir wollen uns auch 2040 noch in Präsenz treffen und das muss der Campus ermöglichen, aber er muss eben auch Orte beinhalten, wo man für sich selbst lernen kann und wo man auch in der Virtualität sein kann. Und das in der Kombination. Das heißt, wir brauchen Lernorte, die eine hohe Flexibilität haben. Und das jetzt schon vorzudenken und dafür auch Ressourcen bereitzustellen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Weil Ressourcen, also als Kanzler denkt man immer ans Geld, also man denkt an Geld und an Bauen. Ja? Mhm. Das ist so der Job. Und dann sozusagen ans Geld zu denken und sich zu überlegen, wie können wir die Ressourcen bereitstellen, um dieses sozusagen zukunftsträchtig hinzukriegen, das ist finde ich, eine spannende Frage. Und deswegen ist es gut, heute auch schon darüber nachzudenken, wo wir hinwollen. Aber es braucht eben genau diese Zeit, damit wir auch in Zukunft uns begegnen und diese Virtualität erleben können, gleichermaßen in so hybriden Settings. Mhm. Also das ist so mein Bild, was ich habe. Aber ich bin auch hier, um zuzuhören, weil ich glaube, gerade die Digital Changemakers sind ein Beispiel dafür, sozusagen vorzudenken und auch da zu hören, was braucht es in Zukunft da. Thomas, würdest du da noch hinzufügen wollen? Ich habe das Gefühl, wir haben da noch sehr viele andere strukturelle Herausforderungen, die uns von so einem Zukunftsszenario trennen, derzeit in der Vorstellung und auch tatsächlich in der Umsetzung. Ich mache mal so ein bisschen Cherry-Picking und so ein bisschen eine Vision. Also mich spricht sehr an, mehr Verantwortung in die Hände der Studierenden zu legen, was ihr Curriculum angeht und was ihre Qualifikationen angeht. Wir stehen in einer Welt, in der der technologische Umbruch extrem schnell wird und wo wir immer weniger vorhersagen können, wie die Berufswelten in 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen werden. Aber das ist der Zeitraum, in dem diese Personen arbeiten sollen und Kompetenzen haben sollen, mit all dem, was dann existiert, umgehen zu können. Das ist eine Herausforderung, eine Verantwortung, der wir, glaube ich, mit unseren sehr gut, selbst wenn sie sehr gut kuratiert sind, aber mit unseren Studiengängen nicht genügen können. Und ich glaube, wir müssen Verantwortung abgeben in die Hände der Studierenden, sich zum Teil auch wesentlich stärker interdisziplinär weiterzubilden. Wir sehen eigentlich, dass ein so monomorphes Studium in einer Richtung nicht mehr ausreicht, um den Problemen, die sich in unserer Welt stellen, wirklich begegnen zu können. Das heißt, wir müssen da etwas öffnen
und Möglichkeiten schaffen. Und dort sollten wir gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, dass es eben auch ganz international sein kann. Und ich habe mit Martin schon ein bisschen drüber gesprochen, aus unserem europäischen Universitätsnetzwerk. Wir haben ganz große Visionen gehabt. 10 Universitäten und Studierende können seamless sozusagen über diese Campus hinweg studieren, sowohl physisch wie auch online. Und dann kommt es zu der Frage, ja, wie ist denn dann der physische Studierendenaustausch? Dann sagt die eine Universität, wir sind aber attraktiver als ihr. Dann kriegen wir viel mehr Studierende, das macht bei uns viele Kosten. Wie sollen wir denn das ausgleichen? Also man kommt dann plötzlich an sehr praktische Fragen. Und da ist die Frage an Martin auch, wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich von ganz vielen Universitäten Studierende habe, die sind gar nicht bei mir eingeschrieben, die wollen aber alles nutzen, die Mensa, die Bibliothek, die Lernräume und so weiter und so fort. Ja. Und wie funktioniert das mit unseren Finanzierungsmodellen, die auch über den europäischen Raum schon sehr unterschiedlich sind? Wie kommt man damit zurecht, dass wir auch tatsächlich das unterstützen können, eine sehr individuelle Lernreise der Studierenden mit Verantwortung der Studierenden, was letztlich das Portfolio ihrer Kompetenzen umfassen wird? Direkt angesprochen, ja, erlaube ich mir auch darauf zu antworten. bei dieser Ernst & Young-Studie, ich habe mich gedanklich an vielem abgearbeitet, was da in der Studie dran stand, aber einen Gedanken fand ich ganz gut und der war so der Gedanke eines Wallets, also sozusagen einer Geldbörse, wo man ein bestimmtes Portfolio von Studienleistungen in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube, dahin kann man denken, dass man sagt, okay, die Studierenden haben ein bestimmtes Guthaben und je nachdem, wo sie studieren, für was sie sich entscheiden, dort wird auch dann eben die Leistung erbracht, aber da wird dann auch eben das Geld verbucht. Also es ist ein bisschen so eine Abrechnung nach CP oder nach wahrgenommener Lehre oder so. Also da sind wir noch sehr weit weg von. Ne? Also wir haben ja noch nicht mal deutschlandweit vergleichbare Finanzierungssysteme für die Universitäten und Hochschulen, sondern länderweise. Europäisch ist es nochmal anders, aber da eine Vereinheitlichung und so ein Gedanke, wir studieren überall und die Unis werden für das bezahlt, was sie leisten und dann vielleicht auch für eine Präsenz, ja, also auch das kostet, also auch Präsenz kostet natürlich Geld, Campus kostet Geld, aber da so Systeme zu denken, das finde ich total spannend, aber das würde mindestens mal nur in einem europäischen Raum möglich sein, ne? Wenn man da anfängt zu denken, dann müsste es mindestens mal Europa sein, wenn nicht noch größer, das ist dann, glaube ich, ganz unrealistisch, selbst bis 2040, auch wenn ich überlege, wie schnell Politik in der Lage ist, sich zu verändern. Aber da schon mal weiterzudenken, was bedeutet europäische Universität in diesem Sinne, das glaube ich, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Was wäre denn ein erster Schritt aus jeder Perspektive, und ich fange vielleicht einfach wieder hier vorne an, den ihr euch wünschen würdet, in eine Variante dieses Zukunftsszenarios? Wenn ihr euch jetzt einander allen zugehört, was wäre so ein erster Schritt, der euch ganz wichtig ist, den wir jetzt gehen können? Genau, ja. Was ich finde, was schon gut funktioniert, also ein praktisches Beispiel, das schon umgesetzt worden ist, sind die Rhein-Main-Universitäten. Das heißt, es ist ein Verbund aus allen Universitäten in Hessen. Und wenn man an einer Uni eingeschrieben ist, dann kann man die Kurse an allen anderen Unis auch besuchen. Und das ist ziemlich gut, weil man so auch Fächer belegen kann, die man sonst nicht belegen würde. Und was halt auch eben das, was Thomas vorhin gesagt hat, dass es nicht mehr eben nur reicht, irgendwie sich auf sein eigenes Fach zu beziehen, sondern irgendwie auch in die anderen Fächer reinzuschauen, so wie auch Inga schon beschrieben hat. Das wird halt wichtiger, weil die Probleme in der Zukunft werden komplexer und es reicht nicht einfach nur, spezialisierte Fachkräfte zu haben, sondern auch diejenigen, die irgendwie eine Verbindung nach außen in andere Bereiche schaffen können. Und deswegen finde ich, dass die Rhein-Main-Universitäten ein gutes Beispiel dafür sind, wie das zumindest auf lokaler Ebene gut funktionieren kann und was man auch eigentlich wahrscheinlich schnell umsetzen kann. Im Vergleich zwei jetzt Bundesländer schon mal, ja? Also das ist schon mal herausfordernd. Genau, im Vergleich jetzt zur europäischen Umsetzung, wo es dann natürlich viel mehr Regularien und Strukturen und Rahmenbedingungen braucht. Ja. Genau. Vielen Dank. Inga? Ich würde sagen, eine Sache, die ich mir wünsche, ist, dass Studierende eingebunden werden, also sowohl irgendwie in die Planung des Campus, auch wenn die Studierenden, die jetzt studieren, auch nicht die Studierenden in 10 Jahren sind, also die meisten von denen, die dann auch diesen Campus tatsächlich nutzen, wissen Studierende einfach am besten, was Studierende am Campus brauchen. Und deswegen wünsche ich mir, dass die eingebunden werden, halt bei so größeren Planungssachen, natürlich irgendwie komplette Gebäude, aber auch mal bei der Gestaltung von Räumen,
was wollen wir jetzt irgendwie einen Raum mit flexiblem Mobiliar, was für Stühle sind eigentlich am bequemsten und sowas alles und auch letztendlich in die Entwicklung von Curricula. Da wünsche ich mir auch, dass Studierende da stärker mit eingebunden werden und dass das auch wirklich Teil ihres Studiums sein kann, dass sie nicht einen extra Aufwand in ihrer Freizeit machen müssen, sondern dass Studierende sich im Studium auch damit beschäftigen können, wie das Studium aussehen kann oder aussehen sollte. Einfach weil ich finde, dass Studieren sollte reichen, um mitsprechen zu können. Und deswegen sollte das nicht immer noch so ein extra Ding sein, wo man sich ganz stark engagieren muss, sondern wo man auch einfach im Studium schon gefragt wird, wie möchtest du eigentlich studieren? Das ist ja auch zusätzlicher Kompetenzaufbau, der dadurch entsteht. Und man versteht ja sein eigenes Fach und die eigene Disziplin im Kontext auch ganz anders, wenn man sie mitbauen kann und reflektieren muss. Dankeschön. Rosa? Ja, vielleicht dazu auch noch, dass es, glaube ich, das Bild sich auch ändern muss auf eine gewisse Art und Weise, was auf Studierende projiziert wird, dass sie also dass das Bild oft ist von der faule Studierende, die irgendwie versucht, so mit Ach und Krach durchzukommen, aber dass die meisten Studierenden gerne studieren und dass sie halt auch Lust auf ihr Fach haben und Lust auf Lernen und klar, aus den ganzen Dingen, die irgendwie noch mit reinspielen, finanzielle Situation, etc., ist es nicht immer nur einfach, sich aufs Studium zu konzentrieren. Aber dass dieses negative Bild davon, was halt oft irgendwie projiziert wird, gar nicht stimmt. Und dass da halt die Studierenden mehr eingebunden werden, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Und ich habe gerade noch mal so überlegt, auch über was Gürcan gesagt hatte, zu der Rhein-Main-Kooperation. Ich war im Januar mit EDUC, das ist ein europäisches Projekt, in Rennes. Und das ist auch ein europäisches Projekt von mehreren Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben und auch versuchen, einen Campus aufzubauen. Und da kann man auch einzelne Module online dann besuchen. Und das war total spannend, weil ich halt auch einen Zugang irgendwie hatte zu anderen Studierenden aus aus Frankreich oder aus Norwegen waren auch VertreterInnen da. Und das ist sehr spannend. Und ich finde, die Chancen bietet die Digitalisierung. Und wieso sollte man sie nicht nutzen? Also, genau. Katja? Ich freue mich, dass ihr das so klar artikulieren könnt, dieses Mitbestimmen wollen oder auch der Bezug zum Studium aus der Studierendensicht. Damals, als ich angefangen habe zu studieren, sind mir solche Gedanken noch nicht gekommen, also selbst als Studentin. Und ich habe jetzt aber noch mal in diese Perspektive dieser ideal, digital, virtuell, hybrid angereicherten Universität gedacht. Und eine trügerische Hoffnung, die, glaube ich, ja unsere Post-Pandemie-Erfahrung jetzt überführt hat, war ja, durch digitale Lehre wird ja alles billiger. Ne? Also du brauchst ja dann nicht mehr so viel echte Lehrende, du kannst ja einfach das Video dahinstellen und du kannst ja einfach alles online verfügbar machen und dann wird es halt 10.000 Mal abgerufen und warum soll man es überall machen? Das wird ja jetzt hoffentlich niemand mehr so naiv annehmen, aber die Sparfüchse sind ja alle unter uns und meine Hoffnung oder dieser Wunsch, was soll sich als erstes ändern, auf dem mehr virtuellen oder digital angereicherten Campus wäre, dass man die KI oder die virtuellen Assistenten nicht an die Stelle der Menschen setzt, sondern sagt, okay, da hättest du aber auch um 23 Uhr noch jemanden, mit dem du sagst, wie war nochmal, keine Ahnung, kannst du direkt fragen. Und das ist super, weil ich ja auch als Lehrperson nicht unbedingt um 23 Uhr anrufen möchte, egal wie gerne ich dich mag. Und vielleicht auch nicht 17 Mal angerufen werden möchte. Aber dass dann dieser Campus, du hast gesagt, sie können auf der Wiese woanders in einer anderen Stadt dann online lernen. Aber was du von mehrmals gesagt hast, dass es auch dein Lebensort ist, dass dieser Campus halt das lebenswerte Ziel ist, wo es attraktiv ist, auch hinzugehen und Zeit zu verbringen. Und dann bin ich vielleicht dort entlastet, weil ich nicht mich durch 17 Sekretariate durchfragen muss, sondern die KI ist einfach da und sagt, erklärt es mir einfach nochmal. Und hat auch viel mehr Geduld als eine unterbezahlte E9-Kraft. Ja, so. Aber dass das nicht ersetzt wird oder dass da nicht der Spar
Aspekt als erstes reinkommt. Das wäre doch schön. Danke. Steffen? Ich übernehme mal ein bisschen aus der VR-Welt. Da baue ich ja auch Campi. Und ich könnte das in VR auch machen, indem ich Studierende einbinde. Und dem einen Projekt war das tatsächlich ein Studierendenprojekt mit der Tragwerkstechnik. Und ich glaube, da gelingt es uns auch, in so einem virtuellen Campus Studierende als Akteurinnen einzubinden. Und das versuchen wir gerade auch mit Lehrkräften, dass die selber mit Studierenden VR als ein Tool nutzen, um Inhalte zu machen, der auch den Studierenden gehört. Weil sonst gehört die PowerPoint immer nur der Professorin oder dem Professor. Und das wäre eine Möglichkeit, diesen Change zu machen. Nur, ich gucke jetzt mal auch wieder zum Verwalter des Geldes, Graf Zahl. Das Ganze kostet wahnsinnig viel Geld. Der Aufwand, allein so ein VR-Modul zu entwickeln, kostet einige 10.000 Euro, kostet viel Zeit, kostet Personal. Und das nachhaltig zu bewirtschaften, dafür brauche ich einen flexiblen virtuellen Raum, der von der Hochschule als solcher generell finanziert wird, der offen ist für alle Akteurinnen an der Hochschule. Und dann muss ich es noch in ein flexibles Curriculum einbinden. Also ich glaube, da sind wir mit 2040 mit einer Perspektive schon ganz gut da. Und dann muss ich noch das Mindset sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden mitnehmen, dass die das verstehen, dass es ein zusätzliches Tool ist zu dem, was sie gerne haben. Es gibt die ein oder andere Lehrkraft, die bleibt weiter an der Tafel. Das ist doch super. Ich finde gerade diese Diversität der Tools, dass KI ein zusätzliches Tool ist, neben der Tafel, PowerPoint, persönliche Interaktion. Ich glaube, das müssten wir auch anerkennen, dass es nicht immer alles schlimm ist, sondern dass ich eine Option habe, etwas zu ergänzen und das zum Teil meines virtuellen Campus zu machen, so wie es in der einen oder anderen Gamifizierung schon ist, wo sich Menschen im Cosplay dann wirklich ganz anders bewegen, freier bewegen, als in so einer realen Umgebung. Danke. Mir werden hier irgendwelche Rollen zugeschrieben, in denen ich mich mittelwohl fühle. Ja, aber gut, egal, vielleicht gehört auch dazu. Also ich glaube, das, was ich höre und wenn du jetzt gesagt hast, was ist ein erster Schritt, also für mich ist es sozusagen die Idee, die Hochschule, die Universität zum Reallabor zu machen. Also das zum Ort zu machen, wo wir gemeinsam entwickeln. Und da sind die Studierenden dabei, da ist aber auch die Bauabteilung dabei, ist die Hochschuldidaktik dabei, da sind die Lehrenden dabei. Und zu sagen, okay, wir überlegen gemeinsam, wie wir Universität, wie wir Hochschule weiterentwickeln wollen, im Digitalen und im Realen. Und ja, wir haben verstanden, dass Digitalisierung Geld kostet. Jetzt müsste die Politik noch verstehen, dass Digitalisierung nicht projektweise Geld kostet, sondern dauerhaft. Also auch das wäre noch ein Learning, was ich mir wünschen würde. Grüße gehen raus nach Hessen, Digitalpakt und so. Ich glaube, dann sich eben gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir für Lernorte. Die Lichtwiese, das ist einer der Standorte in Darmstadt. Deswegen, die sitzen nicht auf der Wiese, vielleicht auch das, aber sie sitzen auf der Lichtwiese, also auf dem Campus. Nur um das nochmal zu erläutern. Die TU Braunschweig hat gerade ein ganz tolles Lernzentrum gebaut, ne? Preisgekrönt, auch aus der Universität heraus, total modular, auch wieder veränderbar. Und wir haben jetzt sozusagen mit den Architekten gemeinsam überlegt, wie können wir das Architekturgebäude sanieren und da auch diese ganzen energetischen Sachen mit berücksichtigen. Weil wir haben noch über eine Sache gar nicht gesprochen. Wir haben auch noch eine ganz andere Aufgabe vor der Brust und die ist auch wahnsinnig teuer. Nämlich den Umbau unserer Campus zu klimaneutralen Standorten. Und das sind auch nochmal Beträge, da kann einem schwindelig werden. Wir haben das ausgerechnet für die TU Darmstadt, 1 Milliarde in den nächsten 15 Jahren. Dann schaffen wir die Klimaneutralität. Und das ist noch nicht mal sozusagen ein schnelles Ziel, wenn man sagt, 15 Jahre klimaneutral und trotzdem ein riesengroßer Betrag. Wir kriegen ungefähr die Hälfte pro Jahr und sind nur noch in der privilegierten Situation, dass wir bauautonom sind. Das heißt, wir treten als Bauherren auf, das heißt, wir brauchen nicht den Landesbetrieb und trotzdem dauert es lang, weil wir brauchen das Geld und wir brauchen die Expertise, die haben wir in-house. Aber da sozusagen dieses Reallabor immer wieder zu überlegen, was können wir gemeinsam denken, um den Campus umzubauen. Das sind für mich erste Schritte. Wir sprechen gerade mit den Studierenden über Lernzentren wegen Umbauten und da sind eben Fachschaften und Dekanate mit dabei. Das, finde ich, ist der richtige Weg, die Menschen zusammen an einen Tisch zu bringen und sich auch auszutauschen. Was brauchen wir? Die Studierenden sagen, wir brauchen 24/7-Zugang. Und das war so wichtig, dass es dann klar war, okay, da müssen wir auch hingucken, wie können wir das realisieren. Aber das wären für mich die ersten Schritte, die wir gehen müssen. Ich habe eine Rückfrage, wenn ich darf. Ich habe in kleinen Colleges gearbeitet und in den großen globalen Universitäten und die Veränderungsprozesse brauchen unterschiedlich viel oder unterschiedlich lange an Zeit. Und du hast beschrieben, Einbindung von vielen Akteuren,
auch denen, die gerade vielleicht nicht auf dem Podium versammelt sind. Kannst du ein bisschen was sagen zu, wie gelingen solche Partizipationsprozesse? Ich stelle mir das nämlich schwierig vor, auf einer Campusebene und an deutschen Hochschulen mit all den Akteuren, die auch viel Autonomie für sich beanspruchen sollten. Wie bewegt man das vorwärts aus deiner Perspektive, wenn ich noch nachsetzen darf? Ja, also klar, das ist herausfordernd und das ist auch deswegen herausfordernd, weil ich habe ja schon mal über die 10 Jahre gesprochen und sag ich mal, so ein Dekanat oder ein Dekan oder eine Dekanin ist für 3 Jahre gewählt. Das heißt, während der Maßnahme spricht man mal locker mit 3 Dekaninnen und mit einer ganzen mehreren Generationen von Studierenden und dann zu gucken, okay, wie kriegen wir eine Partizipation hin, wie kriegen wir eine Beteiligung hin, aber wie schaffen wir es auch nicht alle 2 Jahre wieder das Gleiche von vorne zu diskutieren, sondern auch bei Planungen zu bleiben, weil Umplanungen kosten Zeit und kosten Geld. Das ist sozusagen relativ einfach zu verstehen und dann zu überlegen, okay, wie machen wir es am Anfang breit und einen breiten Diskurs und einigen uns dann auf Sachen, aber bleiben dann auch bei diesem Ziel. Das ist die Herausforderung. Aber das, gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig und das ist eine der Aufgaben, die ich mir auch in Darmstadt vorgenommen habe als Kanzler, diese Kommunikation zu fördern, dass eine Bauabteilung mit der Hochschuldidaktik, mit den Studierenden, mit den Lehrenden gemeinsam überlegt, wie könnte es sein, dass man gemeinsam die Planung entwickelt, sich dann committet und dann aber auch loslegt und losgeht und nicht ständig wieder alles umwirft, weil das nämlich dann auch schwierig ist. Danke. Wir lernen ja immer aus Irritationen und ich glaube, Covid-19 war eine solche Irritation und wir haben viel gelernt über die Rolle des Campus für Studierende, was sie sein kann. Wir haben gesehen, dass unter der Pandemie die Studierenden, die vorher schon in Netzwerken waren, weil sie vorher bereits studiert haben, halbwegs damit klargekommen sind, auch nicht toll. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber dass vor allem die Studierenden, die neu angefangen haben, wirklich verloren waren in dieser Online-Welt, in der sie keine Netzwerke bilden könnten. Und ich glaube, wenn wir an die Zukunft denken, dann müssen wir viel mehr noch darüber nachdenken, wie können wir diesen Sense of Belonging, den wir schon mal angesprochen haben, in zweifacher Hinsicht schaffen. Das eine ist, dass wir tatsächlich die physischen Räume schaffen, an denen sich unsere Studierenden vernetzen können und treffen können. Und Inge hat das sehr, sehr schön geschildert, dass sie eben nicht nur innerhalb ihrer Studienidentität Netzwerke aufgebaut hat, sondern darüber hinaus, einfach mit den Leuten, die physisch da sind. Auf der anderen Seite haben wir aber diese Identität, die Identifikation mit dem, was wir studieren. Und auch da brauchen wir Netzwerke, die bitte Jahrzehnte tragen sollen. Und die können vielleicht in Zukunft auch anders aufgebaut werden als nur auf einem Campus. Und deswegen ist auch physische Mobilität, zum Beispiel in diesen europäischen Netzwerken, glaube ich, sehr wichtig, dass man tatsächlich mal immersiv da hineingeht und tatsächlich Leute dort trifft, mit denen man Netzwerke aufbaut, die man hinterher wahrscheinlich online relativ gut haben kann. Aber die Wichtigkeit von Netzwerken ist nicht zu unterschätzen. Ich möchte das nochmal an 2 Beispielen. Wir sind hier auf einer Veranstaltung von HFD und STIHL und beide haben sich ganz fest vorgenommen, Vernetzung vorzunehmen. Und die Digital Changemaker sind für mich ein Beispiel einer hervorragenden Vernetzung von Studierenden über verschiedene Campus hinweg, von ganz unterschiedlichen Orten, aber die werden ein lebenslanges Netzwerk bilden und werden nicht so einfach auseinanderfallen. Die STIHL hat gegenüber der Bund-Länder-Gemeinschaft durchgedrückt, dass Netzwerke wichtig und förderungswürdig sind und haben deswegen ein Förderprogramm für Netzwerke. Wir sollten daraus lernen und wir sollten direkt sehen, wie können wir eigentlich einen Campus und wie können wir Studiengänge so umgestalten, dass sie in der Lage sind, Netzwerke zu generieren für unsere Studierenden, die tatsächlich dann lebenslang halten. Dankeschön. Stichpunkt lebenslang. Eine Frage aus der Online-Community bezieht sich auf lebenslanges Lernen und geht eigentlich an euch alle. Nämlich, und ich zitiere einfach, es wurde ja erwähnt, dass Bildung heute nicht alles abdecken kann, kann es schon lange nicht mehr, was man im Verlauf eines ganzen Lebens oder Berufslebens an Kenntnissen und Kompetenzen gefragt, was da gefragt wird. Und aus euren verschiedenen Perspektiven, wie kann lebenslanges Lernen unterstützt werden? Wie kann das aussehen? Wie kann das aussehen für Studierende, aber auch für Mitarbeitende? Vielleicht könnt ihr, wenn ihr dazu Gedanken habt, einfach nochmal. Und ich gebe es direkt zurück an dich und dann machen wir vielleicht die Runde, wer auch immer mag. Also ich glaube, ja, es wird auf jeden Fall wichtig. Und wir werden berufliche Welten haben, die sich so stark verändern, dass Umqualifizierung, Weiterqualifizierung wichtig ist.
Wir haben im Moment in Deutschland eine Form, wie Weiterbildung an Universitäten organisiert ist, die ist nur als grauenhaft zu benennen. Die muss sich selber finanzieren und hat eigentlich nichts mit unserer normalen Lehre zu tun. Wir müssen aber zu einem Stand kommen, dass wir in der Lehre stärker darüber nachdenken, dass wir ganz unterschiedliche Kohortenzusammensetzungen haben von Studierenden, die Erststudierende sind, und Personen, die halt wieder reinkommen, um sich weiter zu qualifizieren. Mhm. Und das sind, beide Bereiche müssen sich dazu deutlich weiterentwickeln. Und wir haben schon das Wallet gerade angesprochen. Ich glaube, dass wir in eine Richtung kommen müssen, dass Personen ein lebenslanges Wallet haben, dass sie für Studieneinsätze investieren können. Und das geht über ein Erststudium deutlich hinaus, sodass sie wieder zurückkommen können und sagen, ich brauche jetzt was und das hole ich mir auch aus Universitäten. Und wenn wir uns da nicht entwickeln, dann werden uns die Drittanbieter völlig den Rang ablaufen. Grätsche ich mal gleich rein, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da können wir als Lehrkräfte auch in unseren Hochschulen auch wirklich was dafür tun. Wir können nämlich die Interdisziplinarität fördern. Das heißt, ich kann mit nicht nur dem Biologen sprechen, sondern auch mit der Didaktikerin, mit dem Chemiker, der Mathematikerin. Und ich glaube, wenn dieser Austausch im Kopf der Lehrenden drin ist, dann haben wir eine Interdisziplinarität und öffnen uns damit als Hochschule auch und öffnen uns damit auch für eine Denke, die Menschen für den Arbeitsmarkt ganz anders vorbereitet. Also, dass wir dieses Lifelong Learning als einen Aspekt als Lehrkraft, ja, wenn ich über 50 bin, dann lerne ich trotzdem noch etwas Neues mit einer anderen Kollegin von Studierenden. Wenn ich dieses Mindset befördere, und dafür braucht es, wie gesagt, eben diese Netzwerke des Austausches und nicht so dieses Silo-Denken in einem Hochschultypus, in einem Fachbereich und dann noch in einem Studiengang. Ich glaube, das müssen wir irgendwie katalysieren, dass wir das aufbrechen. Das ist ja fast wie ein verändertes Selbstverständnis. Wie brechen wir das denn auf? Das braucht Zeit. Man hat bei Wandel ja immer das Gefühl, man verliert was, man gewinnt was. Wie begleiten wir das? Also ich würde gerne sozusagen einen Aspekt und gleichzeitig darauf antworten, einbringen, der Begriff des Transfers. Und das hängt, finde ich, eng zusammen. In Darmstadt sprechen wir inzwischen vom Exchange, weil es eben nicht mehr sozusagen, wir transferieren von A nach B, sondern wir wollen einen Austausch. Und wenn man jetzt lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen damit reindenkt, geht es eben darum, dass die Universität, die Hochschule ein Ort des Austausches ist, wo man, also ich glaube da auch an Präsenz, ja, wo man hinkommen kann, und zwar egal in welcher Lebensphase man ist, und man eben durch diesen Austausch sich weiterentwickeln kann. Also auch dadurch, dass man, also gerade in meiner Technischen Universität gedacht, ne, also auch die Maschinen und all das, was man quasi vor Ort sozusagen erleben kann, dass man das sehen kann, dass man das erfahren kann und dass man von den aktuellen Erkenntnissen profitiert in einem gegenseitigen Austausch, aber auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen, wo drückt der Schuh, also wo sind sozusagen die Bedarfe von Gesellschaft oder wo sind auch die Bedarfe von einer Weiterbildung. Also da diesen Austausch hinzukriegen, und ich glaube schon, dass unsere Campus eigentlich da die Orte sind, wo das gelingen kann, und es hauptsächlich momentan an eher so strukturellen Finanzierungsdenkhürden liegt, als an der Möglichkeit an sich. Mhm. Ich würde gerne noch mal was aufnehmen, was du eben gesagt hast, nämlich wir hatten es im Vorgespräch und ich hatte so ein bisschen den Chat auch so verstanden, es gibt immer neues Fachwissen zu lernen, oder du hattest vorhin, glaube ich, das Stichwort gesagt, es gibt ja immer wieder neue Tools, man muss neue Tools lernen. Ich fand es aber sehr schön, dass du von diesem Mindset des gemeinsamen Lernens ausgegangen bist. Und ich habe mich ja vorhin schon verglichen mit euch, also meine Studierendengeneration, und ihr, so wie die Changemakers, Studierende, die das besser artikulieren können, wären für mich die Hoffnung, dass sie Mitträgerin sind von so einem Mindset, wo wir sagen, wir brauchen Reflective Practice, wir können nicht einfach einmal so machen für immer gleich, und die Menschen, die Lehren und Lernen gemeinsam gestalten, also die Studierenden und die Lehrenden, müssen wie soll man es anders sagen als Mindset, also in eine Einstellung, eine Haltung und eine Bereitschaft hineingehen, halt auch mal voneinander zu lernen. Mhm. Und ich glaube, dass das Kompetenzen anbahnt auf beiden Seiten. Also ich gucke auch auf junge Lehrende, die haben ja auch nicht, also die haben ihr Fachwissen, aber die haben auch nicht von alleine, bringen sie das mit, dass sie wissen, wie sie Studierende richtig einbeziehen können. Sie möchten es vielleicht, aber es reicht ja auch nicht zu sagen, hier, ihr seid meine 100 Studierenden, was wollt ihr denn? So. Ja. Da kommst du halt dann auch nicht in eine wirkliche Entwicklung von einer Beziehung. Und ich glaube, dass das beide
zukünftige Lehrende lernen sollten und da Studierende zu begleiten, Studierende einzuladen, auf sich auf diese Gemeinschaftsbeziehung und mehr diese Augenhöhe einzulassen. Ne? Deswegen. Lifelong Learning, resoniert das mit euch? Mit Sicherheit? Ja, ich fand das gerade richtig spannend, weil wir haben ja am Anfang über flexible Curricula gesprochen, dass sie dann quasi nicht nur für die Studierenden flexibel sind und die sich da so raussuchen können, wie sie sich das jetzt gestalten wollen, sondern dass quasi es auch so ein ständiges Gespräch darüber gibt, wie das gerade eigentlich auszusehen hat zwischen Lehrenden und Studierenden. Das finde ich einen total wichtigen Aspekt und dafür ist es dann ja auch immer wichtig, dass man die Studierenden, die gerade studieren, auch wirklich mit einbezieht und dass das wirklich Teil ihres Studiums sein kann. Und ich wollte auch nochmal sagen, wir haben uns als Digital Changemaker mal zusammengesetzt und uns überlegt, wie die Hochschule der Zukunft aussehen kann. Und da sind auch so ein paar Sachen aufgekommen, die vielleicht mit lebenslangem Lernen zu tun haben, weil wir uns die Hochschule auch als Ort vorgestellt haben, an den eigentlich alle Leute kommen können und ganz unterschiedliche Dinge lernen können. Also jetzt zum Beispiel, dass in der Bibliothek nicht nur Bücher stehen, sondern vielleicht auch Nähmaschinen und man dort auch ganz andere Sachen lernen kann und auch mal Spaß haben kann. Genau, ja. Ja, total. Also ich habe daran auch gerade gedacht, wir hatten mal ein Gedankenexperiment gemacht damals bei der Arbeit. Schon ein bisschen länger. Aber das war total spannend, weil wir uns da auch so gegenseitig in die unterschiedlichen Rollen reingedacht haben. Und wie sah Studium damals für die Lehrenden aus ihrer Perspektive und jetzt aus unserer Perspektive. Und dass die Bilder total anders waren, die kreiert wurden und dass es total gegensätzlich ist. Und ich fand es auch sehr spannend, den Aspekt, den Martin halt aufgegriffen hatte, dass die Universität halt sich nicht so als Gesellschaft in der Gesellschaft verstehen muss, sondern als Gesellschaft, die Teil der Gesellschaft ist, die auch außenrum passiert. Und all die Veränderungen, die außenrum passieren, prägen auch das Innen. Und ich glaube, das muss halt mitgedacht werden. Und es ist immer mehr so, dass Studierende halt einen anderen Workload vielleicht noch haben, finanzielle Situationen anders sind. Und das muss alles mit reingedacht werden. Und ich glaube, dann kann man halt auch gemeinsam, wenn man sich zusammensetzt, ich glaube, die Motivation ist von der Seite der Studierenden auf jeden Fall da. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ich glaube, wenn man sich dann zusammensetzt, dann kann man dafür auch eine bessere Lösung finden, als wenn es von einer Seite eine aufgedrückt wird oder von der anderen, die einfach nur angenommen wird. Dann haben alle da mehr von. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz einfach. Also lebenslanges Lernen, das betrifft mich unmittelbar. Als Mediziner hat man auch früher immer dazugelernt, weil einfach die Informationsflut überragend ist. Das heißt, was ich vor ein paar Jahren gelernt habe, ist schon wieder quasi out. Und ich muss mich irgendwie jedes Jahr in neue Paper einlesen, welches Medikament jetzt für welche Krankung quasi verwendet wird. Und das wird mit der Digitalisierung noch rasanter werden, weil eben die Datenauswertung zu immer mehr Erkenntnissen führen wird. Aber ich denke, also um den Knackpunkt nochmal anzusprechen, also es wird eigentlich an der Universität darum gehen, wie kann man also das Fachwissen, wie auch die Katja gesagt hat, das muss man ständig irgendwie dazulernen, aber das ist halt, das wird auch so schnell veraltet sein, wenn wir quasi das Studium beendet haben. Deswegen der Knackpunkt ist, den Leuten irgendwie beizubringen, wie sie lernen können. Also der Knackpunkt ist, den Leuten beizubringen, wie sie unter verschiedenen Rahmenbedingungen, unter sich ständig einer sich ständig veränderten Umgebung sich in Dinge einarbeiten können, von denen wir noch nicht wissen, was sie sein werden. Ja. Also quasi das Unbekannte. Wie begegnet man dem Unbekannten? Ja. Damit umzugehen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung von den Universitäten, das den Studierenden irgendwie beizubringen. Das ist eine große Herausforderung auch für die Didaktik, nämlich an Lernagilität in den Vordergrund zu stellen. Lernen, wie man lernt. Ja, absolut. Vor allem junge Lehrende fangen ja gerne da an, was sie gerade selber an Wissen alles erarbeitet haben und sehen sich vielleicht tendenziell erstmal in der Rolle von jemandem, der über unglaubliches Wissen verfügt, ganz viel Wissen vermitteln möchte und dann vielleicht auch noch ein total vollgepacktes Curriculum hat, was alles irgendwie abgearbeitet werden muss.
Und wir versuchen eigentlich, sie zu unterstützen, in das Stichwort Rolle des Lernbegleiters zu kommen oder das Lernen auszulösen bei den Studierenden und nicht sich nur von Inhalt zu Inhalt und von Bullet Point zu Bullet Point vorzukämpfen. Aber das ist auch etwas, was sehr viel Praxis und Reflexion erfordert und was den Menschen nicht naturgegeben in den Schoß fällt, einfach so zu lehren. Ja. Ich greife noch was aus dem Chat auf. Das haben wir schon alle ein bisschen angerissen. Bei diesen Innovationen, die wir jetzt brauchen, bei dem Fokus auf eine veränderte Didaktik, lebenslanges Lernen, Innovationsräume, das müsste mit Bürokratiereduzierung einhergehen. Und es wird gefragt, was es da für Ansätze geben könnte. Wie können wir Bürokratie reduzieren? Und ich lese das so, dass es sich auf den Hochschulbetrieb und den Campus bezieht, aber der ist natürlich eingebettet in andere Strukturen. Gibt es da Anmerkungen zu? Ich habe kein Rezept, wenn ich eins gehabt hätte, dann wären wir heute schon weiter. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ist das Bürokratie macht weiter Bürokratie. Wir haben auch gesehen, dass wenn wir uns zum Beispiel das Portfolio der Aufgaben von Lehrenden heute angucken, dass der bürokratische Aufwand in den letzten 15 Jahren sich, glaube ich, verdreifacht hat. Das heißt, einen wesentlich größeren Raum zwischen Nebenforschung und Lehre einfach geklaut hat und der geht halt vielen Gebieten, die es eigentlich mehr verdienen, verloren. Und ich habe leider kein Rezept dafür, aber es ist klar, dass wir versuchen müssen, tatsächlich zu entbürokratisieren. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was ich auch so ein bisschen herauskondensiere aus euren Beiträgen, wir müssen Ermöglichungsräume in allen möglichen Dimensionen herstellen. Und das heißt auch, mit mehr Unsicherheit umzugehen. Und mit mehr Unsicherheit umzugehen heißt, weniger alles regeln zu wollen. Und das ist für Bürokratie bestimmt sehr, sehr schwer verständlich. Aber dort müssen wir hin. Und wir werden auch mit mehr Rechtsunsicherheit umgehen müssen. Und ich habe in meiner Zeit als Konrektor mich durchaus mit meiner Rechtsstelle auseinandergesetzt, die da völlig anderer Ansicht sind. Die wollen immer alles ganz rechtssicher haben. Aber das geht gar nicht, weil wir Lehrenden dann teilweise Entscheidungen treffen, die sind eben in völlig anderen Gebieten. Das heißt, es geht also darum, lasst uns versuchen, mehr Unsicherheit zu wagen und damit mehr Möglichkeiten zu schaffen, auch wenn wir so ein bisschen am Schwimmen sein werden in den einzelnen Gebieten. Und die Unsicherheit nicht nur wagen, sondern dann auch aushalten. Also das, und das müssen alle. Und wenn man Unsicherheiten hat, heißt es, man übernimmt Verantwortung selbst. Es wird dann auch so sein, dass Fehler passieren. Also das Thema Fehlerkultur gehört da auf jeden Fall dazu. Aber auch eben ertragen können, dass nicht alles geregelt ist. Ja, ich gucke hinter mich, da liegen Kabel, hier könnte es regnen. Also Arbeitssicherheit, ja. Ich habe sofort eine Assoziation und ich halte das aus. Ja. Aber, so denkt man halt, Kanzler, das lernt man, ja. Aber dieses auch aushalten und auch daran glauben, dass es auch gut gehen wird, bis zu einem gewissen Punkt. Aber das und dann aber den richtigen Punkt eben zu finden, wo man dann sagt, okay, das müssen wir aber jetzt doch klären, weil wir brauchen diese Sicherheit, keiner möchte irgendwie zu Schaden kommen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber wir sind auch dabei. Meine Zeichen waren nur mir ins Mikro. Inga, du hattest auch schon das Mikro so angelehnt. Genau, ja, also eine Art und Weise, wie man es für Studierende leichter machen kann und Studierende weniger Bürokratie haben, ich weiß nicht, ob das an einer anderen Stelle mehr Bürokratie verursacht, sind halt eben so Platzhaltermodule, die Studierenden oder Platzhalter in Modulen auch nur, die Studierenden dann ganz einfach machen, halt eben die Vorlesungen oder Seminare an der eigenen Uni, an anderen deutschen Unis oder an Unis im Ausland wahrzunehmen, die für sie interessant sind. Und dass es dann in diesen Modulen halt eben möglichst einfach ist, einfach nur durch irgendwelche Zertifikate, die man da vielleicht bekommt, sich das anrechnen zu lassen. Genau, das ist so, wie man es Studierenden leichter machen kann. Steffen, ich warne dich vor, du hast du hast das letzte Wort. Wir sind leider out of time. Dann, schmerzt mich sehr. Dann aber vielleicht nochmal den Punkt an Thomas zurück. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir Freiräume lassen. Wir brauchen dann aber auch Verantwortung, Verantwortungsübernahme. Und das fordert von uns wahnsinnig viel. Mhm. Aber es macht, glaube ich, auch frei. Und diese Imperfektion, die wir dann haben, die ist ja auch ein Punkt an Freiheit, den wir genießen dürfen. Ich glaube, wenn wir das erreichen, unserer Bürokratie das zu erklären, dass Hochschulstudium Freiheit ist und die mitnehmen und die selber vielleicht mal Teil
des Studiums werden lassen und nicht immer nur die Verwaltung, dann kann uns diese Bürokratie, glaube ich, auch viel helfen. Mhm. Weil Bürokratie ist per se nicht schlecht. Sie hilft uns wahnsinnig. Ja, es ist wie eine, Leiter, auf der wir hochklettern, damit wir weiter schauen können. Danke auch dafür. Also gemeinsam und partizipativ Mut und mit mehr Freiheit und besserer Fehlerkultur. Fasst es das am Ende ganz gut zusammen. Okay, dann bedanke ich mich herzlich. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber es gibt Fragen aus dem Chat, die wir auch noch im Nachhinein beantworten können. Und euch danken wir fürs engagierte Zulächeln und Zuhören und freuen uns, dass die Sonne auch rausgekommen ist. Danke an euch alle.